Hallo und willkommen zu einem kurzen Video, wo ich euch was über das Elgato Stream Deck hier und einer bekannten Software zeige, nämlich Cutsoft Eagle. Und zwar ist Cutsoft eine Software, die relativ viele Tastenkombinationen benötigt, Schrägstrich sehr viel Interaktion hier links im Menü benötigt, damit man hier irgendwas vernünftig bearbeiten kann. Und diese Befehle machen natürlich mega Sinn, dass wir die ins Stream Deck packen. Und wie man das macht, zeige ich euch in diesem Video. Zuerst müssen wir in Eagle Shortcuts anlegen für die Befehle. Dazu müssen wir A erstmal wissen, wie die Befehle heißen. Im Beispiel Value heißt der Befehl auch wirklich Value. Wir gehen dann also in die Optionen, Tastenbelegungen und erstellen hier eine neue Tastenbelegung. Ich verwende für diese Belegungen gerne die 0 bis 9 mit Control in Verbindung, also Steuerung 0 bis Steuerung 9. Und dann müssen wir natürlich noch einen Befehl angeben, in dem Fall Befehl Value, Steuerung 0. Das testen wir jetzt gleich mal. Wir gehen hier auf Move, ich drücke jetzt mal Steuerung 0. Und er springt auf Value, der Befehl funktioniert. Nun können wir diese Steuerung 0 Befehl an unser Stream Deck übergeben. Dazu haben wir hier rechts die Möglichkeiten, einen Hotkey hinzuzufügen. Den ziehen wir jetzt einfach mal rein und Click to Assign und drücken jetzt Steuerung 0. Jetzt haben wir den Hotkey hinterlegt und das Praktische an Eagle. Wir haben in diesem Ordner hier, also da wo Eagle hin installiert wurde, Bin Icons. Hier drin gibt es alle Icons, die das Programm in der linken Leiste verwendet und die können wir jetzt hier einfach auswählen. Wir machen einen Doppelklick hier auf das Symbol und können jetzt hier zum Beispiel unseren Value-Befehl V Value 10k diesen Befehl auswählen und haben dann das Icon auch hier drin hinterlegt. Können natürlich noch einen Titel hinterlegen, damit wir auch wissen, was das Teil ist. In dem Fall ein ungünstiges Icon, weil es relativ viel Schwarz auf Schwarz ist. Ein weiterer wichtiger Befehl im Layout ist der Befehl Ratznest. Das wäre der hier. Und auch den hinterlege ich jetzt mal schnell. Optionen, Tastenbelegung. Wir müssen wieder eine neue Tastenbelegung hinterlegen. Wir können genauso Steuerung 0 verwenden, da das jetzt ja das Platinen-Layout ist. Der Befehl heißt Ratznest. Wir testen es mal aus. Steuerung 0. Er macht's. Machen den Befehl wieder rückgängig. Rip up add. Und nun hinterlegen wir denselben Befehl wieder unserem Stream Deck. Hotkey. Title Ratznest. Click to assign. Wir drücken wieder Steuerung 0. Doppelklick auf das Icon und wir suchen uns hier Ratznest raus und man sieht auch hier auf dem Webcam-Bild, wir haben den Befehl schon hinterlegt. Wenn wir den jetzt hier klicken, macht er wunderbar das Ratznest. Ich würde vielleicht sogar dieses Rip Up All sogar auch eventuell mit reinpacken, weil es auch ein sehr praktischer Befehl ist, gerade um eben diese Kupferflächen wieder zu löschen, ist das eigentlich ein sehr praktischer Befehl, das zeige ich euch auch noch schnell. Neuer Befehl, Steuerung 1, Steuerung V, Rip Up Add. Selbe Spiel wie eben. Wir ziehen einen Hotkey hier hinein. Sagen Rip Up All. Click to Assign, Steuerung 1. Klicken doppelt hier drauf. Wir können auch mal suchen hier. Rip Up. Öffnen. Und man sieht es auf der Webcam auch schon wieder. Man hat jetzt hier die Taste schön mit dem Bild hinterlegt. Und kann hier Rip Up machen und hier kann man Ratznest machen. Sehr komfortabel. Ich werde euch jetzt mal hier ein paar Befehle anlegen und euch dann im Kommentar einen Link zu dem Export von dem Stream Deck geben. Dann könnt ihr das runterladen, hier einfach rein importieren. Schreibt dann auch noch dazu, was für Befehle ihr welchen Tasten zuordnen müsst. Und dann könnt ihr relativ komfortabel und bequem mit Eagle und dem Stream Deck arbeiten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Haut rein, macht ein paar Daumen nach oben und viel Spaß beim Platinenzeichnen. Tschö!